Hey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 7! Im letzten Part, eigentlich dürfte ich gar nicht so froh sein, weil es war echt ziemlich traurig, was im letzten Part passiert ist. Cloud, oder? Es geht um Aerith, oder? Sorry, Shinra hat sie. Ich weiß, sie haben sie von hier genommen. Sie waren hier? Das wollte Aerith so. Was will Shinra von Aerith? Aerith ist vom alten Volk, die einzige Überlebende des alten Volkes. Was hast du gesagt? Aber bist du nicht ihre Mutter? Nicht ihre wirkliche Mutter. Oh, es ist bestimmt schon 15 Jahre her. Im Krieg. Mein Mann wurde an die Front geschickt. Weit weg. An einem Ort namens Utai. Eines Tages ging ich zum Bahnhof. Ich hatte einen Brief bekommen. Er sollte im Urlaub nach Hause kommen. Das sind ja Jesse und Biggs. Fällt mir kurz auf. Mein Mann kam nie wieder. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Nein, ich bin sicher, dass sie nur seinen Urlaub gestrichen haben. Ich bin jeden Tag zum Bahnhof. Dann eines Tages... Während des Krieges erlebte man sowas oft. Bring Aerith in Sicherheit. Das waren ihre letzten Worte. Mein Mann blieb fort. Wir hatten keine Kinder. Wahrscheinlich war ich einsam. Darum beschloss ich, sie mit nach Hause zu nehmen. Aerith und ich lernten uns sehr schnell gut kennen. Das Kind redete sehr gern. Sie sprach über alles mit mir. Sie sagte, sie wäre irgendwo aus einem Forschungslabor entflohen und ihre Mutter sei schon zum Planeten zurückgekehrt, damit sie nicht allein ist. Und viel mehr. Zum Planeten zurückgekehrt? Ich wusste nicht, was sie meinte. Ich fragte, ob sie einen Stern im Himmel bedeutete. Aber sie sagte, es sei dieser Planet. Sie war in vieler Hinsicht ein geheimnisvolles Mädchen. Mama. Was? Oh. Das war schon. Bitte weine nicht. Auf einmal sagte Aerith, dass... Als ich sie fragte, ob etwas passiert sei. Jemand, der dir nahe steht, ist gerade gestorben. Seine Seele kam zu dir, aber er ist schon zum Planeten zurückgegangen. Damals glaubte ich ihr nicht. Aber einige Tage später erhielt mir eine Benachrichtigung, dass mein Mann gestorben war. Und so ist das geschehen. Es ist viel passiert, aber wir waren glücklich bis eines Tages. Wir wollen, dass sie uns Aerith zurückgeben. Wir suchen schon seit langem nach ihr. Nein, niemals! Aerith, du bist ein ganz besonderes Kind von ganz besonderer Abstammung. Deine wirkliche Mutter war vom alten Volk. Natürlich hörte ich es, dass sie vom alten Volk war. Das alte Volk wurde uns in ein Land der
Glückseligkeit führen. Aerith wird all den Leuten in den Slums zum Glück verhelfen. Deshalb will Shinra Aeriths Hilfe. Es stimmt nicht, ich bin nicht vom alten Volk. Aber Aerith, du hörst doch bestimmt manchmal Stimmen. Wenn du ganz allein. Wenn du ganz alleine bist. Nein, ich höre keine. Aber ich wusste es. Ich wusste von ihren geheimnisvollen Kräften. Sie bemühte sich so sehr, sie zu verheimlichen. Deshalb tat ich so, als hätte ich nie etwas bemerkt. Es ist erstaunlich, was sie all die Jahre Shinra meiden, wie sie all die Jahre Shinra meiden konnte. Shinra braucht sie. Sie werden ihr wohl nichts antun. Aber warum gerade jetzt? Sie brachte ein kleines Mädchen mit hierher. Auf dem Weg hierher fand Zhang sie. Sie konnte wohl nicht schnell genug entkommen. Sie beschloss, zu Shinra zu gehen, damit das kleine Mädchen sicher war. Das muss Marlene sein. Marlene? Aerith wurde wegen Marlene gefangen? Es tut mir leid, Marlene ist meine Tochter. Es tut mir wirklich leid. Du bist ihr Vater? Wie konntest du nur jemals ein Kind so alleine lassen? Bitte fang nicht an. Bitte fang nicht damit an. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was mit Marlene geschieht, wenn... Aber du musst eins verstehen. Ich weiß auch keinen Rat. Ich will bei Marlene sein, aber ich muss kämpfen. Weil sonst der Planet stirbt. Deshalb kämpfe ich weiter. Aber ich mache mir Sorgen um Marlene. Ich will immer bei ihr sein. Siehst du, es dreht sich im Kreis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie schläft oben. Geh doch zu ihr. Ja, ich finde die Theme, auch wo sie spielt, so schön. Das ist übrigens Aerith's Theme. Für die, was nicht wissen. So schön. Es ist meine Schuld. Ich habe Aerith darin verwickelt. Sag sowas nicht. Aerith glaubt das nicht. Ich bin so froh, dass du okay bist. Papa, weine nicht, deine Stoppeln tun mir weh. Ah. Cloud! Du hilfst Aerith, nicht wahr? Sie hat so viel für mich getan. Wenn du gegen Shinra kämpfst, kann ich nicht einfach hierbleiben. Ich komme auch mit. Weißt du was? Aerith hat mir ganz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, was für ein Typ Cloud ist. Süß. Ich wette, sie mag dich, Cloud. Ich hoffe es. Oh, was sagen wir da jetzt? Es kommt drauf an, ne? Das ist schwierig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht oder ich hoffe es. Als Antwort klingt, ich hoffe es schon süßer irgendwo, als wenn ich sage, ich weiß nicht. Weißt du? Ich sag tiefer nix. Gut. Bin ich gut? Sagen wir einfach das Gleiche. Du wirst Aerith suchen, oder? Ja. Ich geh mit. Wir gehen direkt ins Shinra Hauptquartier. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß. Momentan habe ich das Gefühl, ich müsste bis an meine Grenzen gehen. Wenn ich hier bliebe, würde ich wahnsinnig werden. Oh, was ist da los? Oh. Sorry, kannst du noch ein bisschen länger auf Marlene aufpassen? Klar, das macht mir nichts aus. Hier ist es jetzt gefährlich, du solltest besser woanders hingehen. Du hast recht, aber versprich mir, dass du wieder zu ihr zurückkommst. Lass dich bloß von niemandem umbringen. Wir kommen hier zum Shinra-Gebäude. Es gibt keinen Zug mehr, der darauf fährt. Lass
uns doch einfach zum War Market gehen. Vielleicht finden wir ja dort etwas. Ja, okay. Der Speicherpunkt hat keine Lust jetzt. Weil nur nochmal, wir können nämlich keine Cutscenes überspringen, deswegen speichere ich natürlich. Oh, und jetzt, ich sollte vielleicht Sachen einkaufen. Gab's hier nicht irgendwo einen Waffenladen? Oder was war das hier für ein Laden? War Materie, ne? Oder was? Materie, glaube ich, oder? Ja, ich glaube. Das mit etwas Materie, ja. Gut. Jetzt, es gibt nur leider diese drei. Vier. Scheiße, ich glaube, ich werde Hitze holen und das für Barrett einsetzen. Irgendwie Hitze und Gewitter ist irgendwie das, was wir am meisten gerade brauchen. Deswegen, zumindest war das bisher so. Ich weiß nicht, ob es außerhalb von Midgar anders wird, wahrscheinlich schon. Ja, aber das spielt jetzt eigentlich noch außerhalb von Midgar. Machen wir vielleicht mit ihm Raub. Ja, machen wir mit ihm Raub. Achso, warte, ja. Ausrüsten, Forcerei. Ach, da haben wir eine Forcerei, scheiße. Ist hier nicht irgendwo ein Waffenladen oder sowas? Ach, bestimmt, oder? Echt nicht? Ja, dann gab es den War Market. Ja gut, da müssen wir eh dorthin. Nee, das war nicht hier. Ich verlaufe mich hier schon wieder. Natürlich hier so. Denkt mal geil an, wahrscheinlich das Haus, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Materie nicht einsammeln. Analyse. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt müssen wir aber hier gar nicht durch den Tunnel, ne? Hat er eigentlich gesagt, da geht jetzt zu Sektor 7. Naja. Hier ging es halt zum Walmart. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich ja noch. Jetzt sind wir auch angekommen. Itemladen war. Ne, wir müssen ja gar nicht so ein Itemladen. Wir müssen ja eigentlich nur. Ich würde wieder schleichen, wahrscheinlich, weil warum auch eigentlich nicht. Ja, schon die Möglichkeit dazu haben. Und jetzt zum War Market. Was soll man hier machen? Das ist eine gute Frage. Also, ich kann jetzt nur von Remake ausgehen, weil im Remake muss man wieder zu Don Corneo gehen. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist. Hier muss man nicht hin. Wo war der Waffe denn? Hier drin? Weg! Also hier. Panzer zu folgen. Den Typ mit dem Panzer zu folgen kann jeder es zur oberen Platte schaffen, wenn er nur stark genug ist. Also stärken Sie sich mit einem Teller unseres Essens. Ne, danke. Wo war jetzt nochmal der Waffenladen? Was ist hier? Ah, sieht nicht aus wie ein Waffenladen. Ah, hier Maschinen gehen. Ja, schon drauf. Eigentlich will ich hier nur so ein. Ach, warte. Ah, doch, hier, okay, Titanreif gibt's. Ja,
Ethereal-Armband. Titan. Das hier kann. Okay. Sie hat einen stärkeren Angriff auch noch. Das hier machen Metallfaust. Okay, ich werde auf jeden Fall das auch mal kaufen. Eine Sturmgewehr haben wir ja schon für Barrett. Ja, jetzt muss ich mal machen. Nein, das wollte ich nicht. Ausrüsten. Tiefe. Metallfaust. Mittelarmband. Verteidigung steigt enorm bei ihr dann. Die jetzt haben kann, ey. Die kann Analyse noch haben hier. Was hat die noch? Gewitter hat die schon raus. Ich habe nur Gewitter, scheiße. Nochmal noch eine Lesung rein. Jetzt. Wir haben schon Titan raus. Titanreich natürlich. Ich habe halt keine Materie mehr. Ja, das ist halt scheiße. Aber vielleicht finden wir ja noch welche. Ja, muss man aber auch gucken, ne? Willst du was Tolles sehen? Komm mit. Ich will was Tolles sehen. Ach, hier war doch das Evelyn stehen, glaube ich. Oh, was? Hallo? Die sind alle an diesem Kabel hochgeklettert. Unheimlich ist das. Können wir da hochklettern? Ja, das ist die Verbindung zur Oberwelt. Ah. Okay, wir klettern an dem Kabel hoch. Das schaffen wir nie. Weißt du, wie hoch es ist? Wie hoch es geht? Natürlich geht das. Schau, was sagst du dazu? Das ist ein ganz normales Kabel. Ach ja, und das sieht's aus wie ein wunderbarer Strang der Hoffnung. Alles klar. Du hast recht, das ist der einzige Weg, der uns bleibt, um Aerith zu retten. Das war ein seltsamer Vergleich, Barrett, aber ich kann dich verstehen. Wir probieren's. Okay, dann geht man doch hier lang, anstatt im Remake, weil im Remake muss man nämlich nochmal in die Kanalisation. Wir sind aber auch gleich schon durch mit dem Midgar-Teil, ne? Also bald. Kommen wir noch auf den Shinra Tower und dann... Oh Mann, das ist grausig. Die ganzen Unmengen. Was, Papa? Hat mir gesagt, dass Shinra dahinter steckt. Ja, genau. Und dann war man eigentlich ja außerhalb. Wo ich mich auch drauf freue, weil... Da war ich ja noch nicht, weil ich habe nur das Ding. Achso. Stecke ich fest, ne? Ja, das ist doof. Da stecke ich mir fest. Dann komme ich mir weiter. Achtung. Der läuft doch nicht. Ich dachte, das kann ich nicht. Ich werde jetzt gerade selber hoffen. Also. Jetzt, wenn ich gleich eine Batterie einlege, kann ich das Propeller laufen. Was ist denn eine Batterie? Was will ich denn mit einer Batterie? Und warum, woher kriege ich die? Woher kriege ich diese Batterie? Ich verstehe das nicht. Damit meint.
sind da wirklich doof mit den Midgard-Teilen. Das ist krass. Ich hab's. Aber ja, das sind wirklich fast durch mit den Midgard-Teilen. Das finde ich echt krass. Weil so lange spiele ich das immer krass. Ich bin halt immer noch krass überzeugt, wie viel die dem Remake dann noch eingebaut haben. Das ist aber nicht schlecht, das ist was Gutes, weil ich finde, das hier geht ein bisschen zu schnell voran. Aber meinte ich auch. Ich finde, es ist schon ein bisschen krass, dass man jetzt schon ins Hauptquartier kommt. Ich meine, okay, ich habe 4 Stunden Spielzeit, aber still. Naja. Deswegen wird es ja auch draußen auch interessant. Ja. Das finde ich halt richtig geil, dass man auch noch außerhalb noch ist. Man muss anscheinend hier in den Machine Gun Store gehen. Und hier hin. Du willst die Plattform hoch? Hier, nimm mal eine Zinkbatterie. Du willst mir was verkaufen, was du gerade gefunden hast? Hey, das wusstest du, aber ich habe sie repariert. Warum brauche ich eine Batterie, um zur Plattform hochzuklettern? Das wirst du schon sehen, wenn du ankommst. 100 Gil pro Stück. Okay, ich nehme sie. Ja, komm, willst du mich verarschen? Was ist das für eine Antwort? Nimm sie einfach. Anders komm ich eigentlich hoch. Ich freue mich auch noch mäßig auf den Part 2 von Final Fantasy 7 Remake. Da wird es ja dann auch, also wie schon gesagt, der erste Part war ja ganz in Midgard, also vielleicht geht es quasi im zweiten Part von dem Remake auch außerhalb weiter. So wie es bei uns hier nach auch weitergehen kann. Deswegen, wahrscheinlich kommen wir noch, ich habe irgendwie das Gefühl, da kommen drei Parts. Ich glaube, es waren damals 3 Disken auf der PS1 und meine, der erste Part hatte ja die ganze Disken. Jetzt habe ich endlich eine Batterie und du willst nicht, oder was? Habe ich endlich eine Batterie und du willst nicht? Ach, jetzt komme ich. Du hast eine Batterie jetzt. Ich bin ein bisschen schwer da runterzukommen. Ich schätze, ich muss dem Verkäufer einfach glauben. Das habe ich doch gerade die ganze Zeit versucht. Warte mal, wir kommen anscheinend rüber. Moment. Ja. Da ist ein bisschen scheiße. Kommt man da rüber. Das soll man anscheinend rüber kommen. Ich sehe halt ein bisschen in den Kacke, weil der Telefon ist halt ein bisschen weird, den man für sich treffen. Ach nee. Okay, meine Schuld. Ich will mich nicht von hier aus. Ah ja, alles klar. Und hier ist eine Batterie. Brauche ich noch eine Batterie? Ah ja, sehr schön. Dann
scheint die einzige Chance zu sein, auf die Schranke zu springen. Ich könnte es schaffen, wenn ich springe, bevor sie mit zu nahe kommt. Wende X zum Springen. Oh nee. Hör bitte auf. So früh? Ist ja ruhig. Nicht zu früh. Ist ja perfekt. Hallo? Jetzt komm ich ja nicht mehr hoch. Hallo? 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 Jetzt. Schaffen, wenn ich springe, bevor sie mir zu nahe kommt. Was heißt denn zu nahe? Bevor sie mir zu nahe kommt. Okay, bevor sie mir zu nahe kommt. Okay, ich mach's mal, wenn es hinten ist. Okay, Moment. So, jetzt. Das hat nicht funktioniert. Und es sagt eigentlich, bevor sie mir zu nahe kommt. Das habe ich jetzt gemacht. Sie mir zu nahe kommt. Das ist Bullshit. Ich muss warten, bis er ein. Ich muss warten, bis er ein zu nahe ist. Ja, runter da. Da war halt nochmal eine Batterie, aber. Achso, ich komme jetzt mal. Cool mit dem Hintergrund. Das verflacht ja einfach. Ich brauche hier einen Hintergrund. Ether! Das war jetzt die Batterie gebracht. Oh nö, sag mir, ich muss nochmal springen. Sehr gut. Da oben wollte ich auch noch einen. Ich bin genauso gesprungen, wie es davor war. Was ich davor gemacht habe. Ja. Ja. Was? Ja, aber ich würde sagen, dann beende ich hier die Folge von Final Fantasy VII. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.